Hallo, hallo. Herzlich willkommen zum diessonntägigen Überblick. Grüß euch. Schön, dass ihr im Start seid. Wir haben wieder einiges vorbereitet. Dieses Mal, glaube ich, wirklich eine Ausgabe vom Überblick, der ohne die großen Kriege unserer Zeit und so auskommt. Ich glaube, das erste Mal, seitdem wir dieses Format machen, das stimmt, werden wir ganz auf die großen Abgründe dieser Menschheit verzichten. Muss ja auch manchmal sein, ne? Absolut. Das, bei den ganzen Konfliktherden, die wir gerade haben, Iran, Israel, Israel, Gaza, Sudan, Ukraine, da kann man doch auch mal dann die kleinen Sachen im Blick behalten. Muss. Wir haben natürlich nicht nur die kleinen Themen. So ist es selbstverständlich auch nicht. Aber vor allen Dingen das nächste Thema ist das erste Thema, nicht das nächste, ist in keinerlei Hinsicht klein. Ne, das stimmt. Denn wir werden beginnen mit, wie man so schön sagt, der größten Demokratie der Welt. Oh ja. Das ist ja das, was die USA nicht mehr von sich behaupten können, sondern das wird jetzt immer bei Indien gesagt. Die größte Demokratie der Welt wählt einmal wieder für die nächsten 5 Jahre. Und wir haben ja beide schon auch mal in einem anderen Stream gesagt, dass wir nicht die größten Indien-Experten sind. Nee, da wurden wir auch schon gefragt, ne? Von daher ist es auch, ich finde auch so ein bisschen wie beim Überblick generell, dass es auch immer wieder Themen gibt, wo wir beide selber halt nicht so tief drin sind, aber wo wir auch dann uns Sachen erschließen oder dann mit euch darüber im Gespräch sind und Sachen halt darstellen erstmal und wiedergeben. Und das werden wir jetzt auch bei Indien tun, bei den Wahlen, die jetzt gerade anstehen. Gucken wir mal rein. Die Wahlen in Indien in diesem Jahr entscheiden darüber, wer das Land in den nächsten 5 Jahren regieren wird. Der amtierende Premierminister Narendra Modi geht als Favorit für eine dritte Amtszeit in die Wahl. Es handelt sich um den größten demokratischen Urnengang der Geschichte und die Zahlen sind unglaublich. 10% der Weltbevölkerung sind wahlberechtigt. Das sind 968 Millionen Menschen, also mehr als die Bevölkerung der USA, der EU und Russlands zusammen. Hast du gerade gesagt, dass nur 10%? Nein, die Leute, die in Indien jetzt wahlberechtigt sind, sind 10% der Weltbevölkerung. Ach so. Ich finde heute, meine Auffassungsgabe ist sehr gering. Also das ist natürlich schon beachtlich. Ich hätte jetzt sogar gesagt, mehr als 10%, aber wow, das ist echt krass. Ja. Die Wähler sind über ein riesiges Land verteilt. Ich bin hier in der Millionenstadt Delhi, wo es relativ einfach sein wird, die Stimmzettel zu den Menschen zu bringen. Aber die Wahllokale müssen für alle in diesem riesigen Land erreichbar sein. Vor dieser enormen logistischen Herausforderung steht die indische Wahlkommission. Sieht man ja schon, wie gut es um diese Wahlkommission bestellt ist, hier das... Das C von Kommission ist kurz davor, irgendwie so einem Soldaten auf den Kopf zu fallen. Da habe ich schon bessere Zeiten gesehen. Ein unabhängiges Gremium, das in der Verfassung verankert ist. Bei Rajiv Kumar laufen alle Fäden zusammen. Everybody is looking towards us. Alle schauen auf uns. Wir sind die größte, wir sind die älteste Demokratie. Unsere Aufgabe ist es, absolut makellose Wahlen in einem absolut freien und fairen Umfeld mit gleichen Wettbewerbsbedingungen durchzuführen. Der Prozess erstreckt sich über 5. Was Spoiler, glaube ich, nicht mehr der Fall ist. 45 Tage mit unterschiedlichen Zeitplänen für die Bundesstaaten. Dieses Gemeindezentrum in der nordindischen Stadt Noida ist eines von 1 Million Wahllokalen in ganz Indien. Wahlhelfer Rajesh Babu wird demnächst die Wahlkabinen aufbauen. Ich freue mich, für die Wahl arbeiten zu dürfen. Ich bin ein Teil unserer Demokratie und ich sehe es als meine Pflicht an, meinen Beitrag dazu zu leisten. Rajesh Babu wird einer von 15 Millionen Wahlhelfern sein. Das sind mehr Menschen, als in 214 Fußballstadien des FC Bayern München passen. Sie bewachen die Wahl. Okay. Ich liebe immer diese wirren Vergleiche mit irgendwas, um das zu verbildlichen. Das
Ja, komm, aber das ist ja wirklich so, irgendwie in den USA verwendet man Fuß, in Spanien Meter, bei uns Fußballfelder. Ja, die älteste Demokratie ist halt die, da wird auch immer von gesprochen. Nur noch nie gehört. Das ist auch eigentlich so die Beschreibung. Also, wirklich? Ja. Also das hat mich tatsächlich auch irgendwie ein bisschen gewundert gerade. Echt? Also ich hatte das tatsächlich jetzt auch nochmal, ich hatte einen kurzen Beitrag auch von Arte über Indien geschaut, irgendwann vor einigen Tagen, da wurde es auch eben benutzt und da war halt eben auch ganz stark dann natürlich die Rede davon, dass Indien schon sehr, sehr an der Grenze ist halt diesen, also eigentlich das halt das Einzige, was noch ansatzweise so normal funktioniert in für eine parlamentarische Demokratie, halt diese Wahlen sind. Ja, aber warum denn älteste Demokratie? Ich kann es ja. Ich meine, der indische Staat ist 1948, 46, ich weiß es gerade nicht genau, doch in seiner Form gegründet worden und. Ich habe das halt jetzt tatsächlich immer gehört, wenn darüber geredet wurde. Ja, keine Ahnung, vielleicht stehe ich da auch total auf dem Schlauch. Aber ich hätte jetzt auch eher irgendwie gesagt, die Vereinigten Staaten. Anscheinend nicht. Ich meine, ihr könnt ja gerne nochmal reinschreiben, ob das halt auf irgendwas Besonderen fußt. Ich kann es jetzt auch nicht sagen, aber ich habe das halt tatsächlich immer gehört, wenn es um Indien ging und auch in letzter Zeit wurde es immer wieder hervorgehoben, weil es ja halt diese große Gefahr für die Demokratie eben in Indien gibt. Vielleicht mögen sie auch einfach nur Superlative. Ich meine, wenn man schon die Größte ist, dann muss man auch die Älteste sein. Kabinen überwachen die Menschenmassen und transportieren ein zentrales Element der Wahl, die elektronischen Wahlmaschinen. 5,5 Millionen solcher Wahlcomputer werden zum Einsatz kommen, so viele wie nie zuvor. Die indischen Wahlgesetze besagen, dass es im Umkreis von 2 Kilometern um jeden Wohnort ein Wahllokal geben muss. Das bedeutet, dass die Wahlhelfer die Wahlmaschinen in alle noch so abgelegenen Gebiete bringen müssen, wie hier in die Himalaya-Region Ladakh. Sie werden schmale Brücken überqueren, die Ausrüstung per Boot oder Hubschrauber ans Ziel bringen und auf verschneiten Pfaden durch Berge wandern. Das ist schon ganz geil, oder? Irgendwie hier diese Wahlmaschinen halt irgendwo. Ja, komm, das ist auf jeden Fall so jetzt, sagen wir mal, schon eine sehr, sehr schöne Propagandageschichte für die Demokratie. So. Ja. Guck mal hier, der Parlamentarismus wird selbst in die entlegensten und rückständigsten Gebiete reingebracht, weil das ist das große Gut, was wir allen zukommen lassen wollen, die Wahl. Ich bin mal gespannt, ob die jetzt tatsächlich auch noch auf Kritik, wahrscheinlich dann zumindest in so einem Nebensatz, müssen die ja drauf kommen. Wahrscheinlich Hindu-Nationalismus, das Wort könnte ich mir vorstellen, dass das fällt. Berge wandern. Diese Wahlen sind kostspielig. Indische Forscher gehen vorsichtig geschätzt von Kosten in Höhe von 14,4 Milliarden US-Dollar aus. Der Gewinner wird am 4. Juni bekannt gegeben. Die 17 Parlamentswahlen in der demokratischen Geschichte Indiens wurden noch nie angefochten. Doch die Opposition stellt nun die Unabhängigkeit der Wahlkommission in Frage und wirft ihr vor, sie bevorzuge die regierende BJP. Man kann sicher Teile der indischen Politik kritisieren, aber eine geringe Wahlbeteiligung gehört nicht dazu. Tatsächlich ist sie hier höher als in vielen kleineren, reicheren, weniger komplizierten Demokratien. Es wird erwartet, dass über 2/3 aller wahlberechtigten Inder in den kommenden Wochen wählen gehen. Jo. Also es ist ja wohl auch so, dass in allen Vorhersagen das sehr deutlich wird, dass Mahmoodi wieder an die Macht kommen wird. Ja, also ich glaube, die Frage ist jetzt, wie viele Sitze dazu gewonnen werden für das Bündnis rund um die BJP. Also es gibt ja auch keine wirkliche Zweiteilung, glaube ich, in der indischen Politik, sondern der Hauptkonkurrent ist ja so die indische Kongresspartei, die, glaube ich, in den ersten Wahlperioden Indien immer so angeführt hat. Aber es gibt halt so eine starke Nord-Süd-Spaltung in Indien. Also das muss man ja sowieso sagen, Indien ist ja einfach herbe kulturell divers so. Und dann gibt es halt so ein paar Bundesstaaten im Süden, die dann von der indischen Kongresspartei kontrolliert werden und dann eben noch ein paar, die von anderen Parteien.
Aber die BJP hat eigentlich da schon eine sehr, sehr starke Dominanz. Und warum es halt so wichtig ist, dass, also für Ramudi jetzt, dass er halt so, dass es darauf ankommt, mit wie viel Abstand er diese Wahl gewinnt, liegt halt daran, weil er halt Verfassungsänderungen vornehmen will. Und ich glaube, die gehen halt erst ab einer gewissen Wählerschaft für die eigene Partei. Ja, gut, das ist natürlich nochmal eine wichtige Ergänzung dann dazu. Aber ich glaube, vorher hatten die auch schon die absolute Mehrheit, ne? Und jetzt ist nur die Frage, wie viel mehr noch. Ja. Also mehr als 50% der Sitze hatten sie auf jeden Fall. Ja, das ist dann jetzt das, wo noch drauf gewartet wird. Ja. Und vielleicht kann man auch noch grundsätzlich was zu Ramudi sagen, weil es wird ja, wie gesagt, keine Veränderungen geben. Ich glaube, es gibt als Opposition halt auch so eine, also das ist gerade schon mal kurz gesagt, aber das ist auch, glaube ich, so ein Parteienbündnis aus der gesamten Opposition, also weil die halt auch alleine viel zu schwach sind oder zumindest größten Teilen der Opposition. Und okay, wir werden hier getrollt. Und dementsprechend reicht das halt trotzdem nicht, um jetzt halt Ramudi da vom Thron zu stoßen. Und ja, es ist halt eine ultrarechte Regierung, eine ultranationalistische Regierung. Und das ist sehr bedrohlich und sehr, sehr abgefuckt, weil Indien ja auch in der imperialistischen Konkurrenz in der letzten Zeit wirklich sehr, sehr nach vorne gekommen ist und sogar dabei ist ja China halt Konkurrenz zu machen. Also eine sehr bedrohliche Situation, wenn der noch mehr Macht bekommt. Müssen wir jetzt winken? Ich strike mal nebenbei ja, hier diese Leute. Ja. Und was man auch noch natürlich dazu sagen kann, ist, dass es nicht nur gefährlich aufgrund von der Außenpolitik ist, weil Indien ja auch, sagen wir mal, einen deutlich stärkeren Konfrontationskurs mit der Chinesischen Volksrepublik sucht, aber vor allem natürlich auch mit dem Erzrivalen Pakistan. Was natürlich auch Kooperation beispielsweise mit Brasilien unter Bolsonaro, aber vor allem auch Israel gibt, ist ja auch die Sache, dass es innenpolitisch einfach absolut katastrophal für die Minderheiten ausschaut. Also allen voran natürlich Muslime, die zum Hauptfeind im Innern eigentlich auserkoren wurden und eigentlich so auch immer wieder als fünfte Kolonne Pakistans gesehen werden, beziehungsweise auch als die große demografische Bedrohung, sind ja seit dem Kurs zur stärkeren indonationalistischer Politik unter der Führung von Modi eigentlich konstanter Repression und vor allem auch konstanter paramilitärischer Straßengewalt ausgesetzt. Deswegen spricht man ja auch häufig eben vom Hindu-Faschismus bei dem Besprechen von eben diesen paramilitärischen Strukturen, die auch dann häufig an die BJP noch mit angegliedert sind, die dann im Endeffekt versuchen, so eine paramilitärische Massenbewegung auf der Straße aufzubauen. Was trifft natürlich nicht nur Muslime, auch beispielsweise christliche Konvertiten sind auch immer wieder von gewaltsamen Übergriffen betroffen, ethnische Minderheiten, gerade in den ostindischen Provinzen, wo es viel ethnische Fragmentierung gibt, separatistische Bestrebungen. Und das ist natürlich jetzt auch, sagen wir mal, so ein Konflikt, der sich da zuspitzen kann, wo auch in so einem Fall man vielleicht tatsächlich dann auch irgendwann ein Anziehen von den autoritären Maßnahmen sehen könnte, wobei ich jetzt auch nicht glaube, bei der starken Einbindung, die Indien hat, dass es recht wahrscheinlich ist, dass es da zu einer richtig faschistischen Machtübernahme kommt. Das ist aber vielleicht tatsächlich was passiert, wenn sich einfach die internationale Konkurrenz zwischen den Machtblöcken zuspitzt und Indien auch einfach aufgrund seiner Wichtigkeit mehr Autonomie vom Westen erhält und es dann einfach im Inneren notwendig wird, wenn tatsächlich irgendwie eine parlamentarische Opposition
an die Macht kommt. Aber ich glaube, so wie jetzt gerade die indische Demokratie ausschaut, hat Modi eigentlich alles da drin, was er braucht, um sein Projekt für Indien umzusetzen. Ja, es ist ja schon weitestgehend auf eine Einparteienherrschaft von seiner Partei zugeschnitten. Und diese Wahlen kann er sich halt gut erlauben, wie wir das ja auch schon dann eben auch, glaube ich, in der Faschismusfolge jetzt erst besprochen haben, dass halt diese ultrarechten Regierungen, die es dann halt gibt, und Indien ist halt eben eine davon, das auch einfach nicht brauchen, in dem Sinne dann halt so eine komplette Diktatur zu errichten, weil diese Parteien, diese Wahlen dann eben noch eine Legitimierung für die Herrschaft seiner Partei halt zumindest schaffen. Und das nimmt er halt natürlich gerne mit. Sadi, du hast noch geschrieben, dass es eben diese Grenzstreitereien zwischen China und Indien gibt, die seit Jahren schwellen. Und auch das ist natürlich immer eine große Gefahr. Kann ja auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen. Das ist ganz unterhaltsam, sich das anzuschauen. Wäre es nicht so drastisch natürlich nebenbei, weil die Leute dann ohne Schusswaffen auch häufig diese Grenzstreitigkeiten ausführen, dann hast du halt diese einfach nur, ja, im Endeffekt mit ihren Fäusten und Stöckern bzw. Keulen bewaffneten Soldaten, diese beiden hochgerüsteten Supermächte, die dann aufeinander eindreschen oder sich mit irgendwas bewerfen. Eine Grenzstreitigkeit, weil sie wollen natürlich nicht schießen, weil dann wird es zu einem Grenzscharmützel kommen. Ja, das ist mir eben bescheuert. Gibt auf jeden Fall Videos davon, kann ich nur empfehlen. Interessant finde ich aber auch in Indien, dass es halt dieses gigantische Land macht es natürlich auch schwer, immer zu regieren. Also klar gelingt es halt, weil es halt eine große Unterstützung für diesen ultranationalistischen Kurs gibt, vergleichsweise gut für Modi, das zu bewerkstelligen. Aber es ist ja so ein Land mit so vielen Kämpfen, ja auch, es gibt ja auch maoistische Volkskriegsbewegung in Indien und so, die halt dann da auch in Teilen, glaube ich, sogar Gebiete befreit hat, wenn ich mich nicht irre, oder war das nur in den Philippinen? Nee, also es gibt bis jetzt immer noch, auch wenn die Gebiete stark zurückgegangen sind im Osten von Indien, Teile, die von maoistischen Milizen kontrolliert werden. Mhm. Natürlich jetzt nicht in dem Sinne von, dass es einfach tatsächlich de facto existierenden Parallelstaat gibt, wie jetzt irgendwie mit sowas wie Transnistrien in Moldawien oder so, so muss man sich das jetzt nicht vorstellen, sondern sagen wir mal starke Guerillakontrolle. Und das gibt es, wie gesagt, auch in anderen Teilen. Also Khalistan hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einem, was an Weihnachten haben wir, glaube ich, darüber geredet, wo jemand die Frage gestellt hat, sowas ist natürlich ein eingeschlafener Konflikt. Aber auch im Osten von Indien gibt es noch teilweise Hunderte oder Tausende Soldaten zählende separatistische Milizen von einzelnen Volksgruppen, die immer noch in einem bewaffneten Konflikt zum indischen Staat stehen. Ja, und das, dieses Land halt komplett zu befrieden, ist halt auch sehr schwierig. Ja, also es ist eigentlich immer noch, könnte man so sagen, das, was ja häufig heutige Nationalstaaten, wie der, in dem wir leben, dann gerne verleugnen, ist einfach auch diese gewaltsame Einigung, die da drin passieren muss. Und auch die Homogenisierung der Bevölkerung, das Auslöschen kultureller, ethnischer, religiöser Differenzen. Und das ist im Endeffekt das, was Indien als ein besonders großer und besonders diverser Staat eigentlich bis heute macht, um die Herrschaft wirklich auch vereinheitlicht durchsetzen zu können. Und das, was Indien ja auch braucht, also solange es halt diese Vereinheitlichung unter dieser nationalistischen Führung nicht gibt, umso schwieriger wird es natürlich, sich halt in der imperialistischen Konkurrenz durchzusetzen. Und halt dann halt, also klar gibt es halt viele Standortvorteile vielleicht, weil es einfach viele Menschen sind und so. Als ein Beispiel, und es halt eine große Landmasse ist, die man halt dann teilweise auch noch ausbeuten kann. Aber das ist halt, denke ich, auch gerade das Wichtige für Indien, und das wird auch und das ist das oberste Ziel gerade. Okay, ich würde sagen, das als kleiner Einblick. Und dann gehen wir weiter zu unserer nächsten Nachricht. Und zwar gehen wir, ich hoffe, Negativland ist da. Ich habe Negativland endlich noch nicht gesehen. Aber wir sprechen über die Kanaren. Und dort gab es nämlich jetzt vor kurzem, um genauer zu sein, gestern, gab es sehr, sehr große Massenproteste.
Ah, grüß dich, Negativland. Sehr schön. Da bin ich erleichtert, dass du da bist. Trotz Krankheit, das konnte Negativland sich nicht entgehen lassen. Der ist auch wichtig, dass du da bist, weil du kannst uns jetzt alle möglichen Fakten und Dinge zu dem ganzen Konflikt nochmal reinschreiben. Ich hoffe, dass du das trotz deiner Krankheit schaffst. Ja, es gab auf jeden Fall sehr große Massenproteste gegen den Massentourismus auf den Kanaren. Also die Polizei spricht da halt von 20.000 Menschen, die auf die Straße gegangen sind und die Organisatoren dann von 50.000. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit, wie es auch in Deutschland der Fall ist. Bei sowas. Die Demos immer in der Mitte. Ja, also wahrscheinlich werden es irgendwie so 30.000, 40.000 gewesen sein. Deswegen müssen wir selber auch immer die Zahl besonders hoch ansetzen, wenn wir einen Demo-Bericht schreiben. Ja, ich guck mal ganz kurz, wie viele Leute denn auf den Kanaren... Ah, okay. Es war wieder, weil ich getippt habe. Ich habe es jetzt schon 10-mal gesagt, aber ich muss unbedingt die Mute-Taste ändern. Genau, ich habe nur gerade kurz nachgeguckt, wie viele Einwohner eben die Kanarischen Inseln haben. Und ja, 2,1 Millionen. Doch echt überraschend viel. Dennoch muss man einfach sagen, ja, auf eine Einwohnergröße von 2,1 Millionen ist halt 50.000 trotzdem eine sehr große Zahl. Oder 40.000, die an dem und dann teilnehmen. Absolut. Vor allem muss man ja dabei im Kopf behalten, dass es ja doch ein paar Inseln sind, die ein bisschen versprengt liegen. Ne? Ja. Ja. Genau, vielleicht schauen wir einmal rein. Es gibt auch noch ein kleines Video dazu, was uns noch so ein paar Eindrücke geben wird von der Demonstration. Lautstarker Protest heute auf den Kanaren. Internetprobleme hier. Das hat irgendwie nicht richtig abgespielt. Lautstarker Protest heute auf den Kanaren. Mach doch mal hier. Hol ja nur das. Kanaren. Tausende fordern allein auf Teneriffa das Ende zweier Bauprojekte und einen Stopp für weitere. Der Tourismus auf den Kanaren habe eine Grenze überschritten, beklagen sie. Seit 10 Tagen sind 6 Aktivisten im Hungerstreik. Obwohl schon Notärzte kommen mussten, machen sie weiter mit dieser drastischen Form des Protests. Die Touristen kommen im Schnitt für 5 Tage und dann reisen sie wieder ab. Was uns Kanariern bleibt, ist, was sie hinterlassen. Sie verbrauchen Energie und Wasser und verschmutzen die Umwelt. Und sie kaufen Wohnungen und Häuser. In diesem Maklerbüro sind 80% der Kunden aus dem Ausland. Wohnraum für Einheimische Mangelware und zu teuer angesichts geringer Löhne auf den Kanaren. Die meisten Wohnungen gehören Vermietern, die 3, 4, 5 oder 6 Wohnungen haben. Und die werden alle als Ferienwohnungen vermietet. Es bleibt deshalb nur extrem wenig Wohnraum auf dem Markt. Und so ist auch das Teneriffa. Menschen, die in einer Bauruine wohnen, weil sie keine Bleibe finden. Derweil läuft das Geschäft der Tourismusbranche auf Hochtouren. Die Hoteliers wollen ihre Kunden nicht verprellt sehen. Tourismus ist Wirtschaft. Manches mag schlecht laufen, aber die positiven Seiten des Tourismus überwiegen. Ist weniger Tourismus mehr? Die Aktivisten haben diese Frage für die Kanaren auf die Tagesordnung gesetzt. Ja, Negativland hat auch auf jeden Fall nochmal geschrieben, dass es auf allen Inseln diese Proteste gab, nicht nur auf Teneriffa. Und ich meine, das, was wir jetzt ein bisschen in dem Video gesehen haben, das ist ja auch eigentlich das, was für fast alle Regionen mit Massentourismus und vor allem mit wenig Fläche gilt. Einfach, dass der Immobilienmarkt extrem darunter dann leidet, die Leute sich keine Wohnung mehr leisten können, dass es sehr viel natürlich dann dadurch auch einfach Nutzung für Ferienwohnungen gibt. Das ist ja auch das große Problem beispielsweise mit Airbnb. Dann Venedig, Barcelona oder so, wo es dann auch schon zu ähnlichen Protesten kommt. Und die Leute finden einfach nichts mehr, es wird teurer. Natürlich die restlichen Lebenserhaltungskosten in Tourismusregionen
steigen eigentlich auch immer an im Vergleich zum Umland. Und gleichzeitig ist dann immer die Frage, wie viel die Leute vor Ort davon dann profitieren. Weil das ist natürlich auch immer ein Konflikt, der dann in solchen Regionen besteht, gerade die Kanarischen Inseln. Ich glaube, als ich heute Morgen, meistens höre ich morgen immer einmal so eine kurze Zusammenfassung der Nachrichten, da wurde auch diese Zahl genannt, dass, glaube ich, ein Drittel der ökonomischen Leistung der Kanarischen Inseln aus Tourismus besteht. Und das ist dann natürlich auch immer gleichzeitig die Sache, ja, Massentourismus sorgt einfach für unfassbar beschissene Folgen für die Leute vor Ort. Gleichzeitig ist es dann aber auch irgendwann nach und nach die Ausrichtung der Wirtschaft vor Ort und die Leute sind dann natürlich von den Arbeitsplätzen beziehungsweise auch durch indirekte Geldströme, die dann in die Region kommen, einfach angewiesen. Und das ist ja dann immer der Konflikt, der dadurch entsteht. Und meistens sieht man ja auch so, wenn es dann zu diesen Massenbewegungen kommt, die sich dann gegen Massentourismus richten. Recht häufig sind die ja sogar zu einem gewissen Grad erfolgreich und schaffen es dann, gewisse Reformen durchzusetzen, die die Folgen davon etwas abdämpfen. Aber eine komplette Umstrukturierung der Wirtschaft vor Ort von Massentourismus auf dann irgendwie anderes Gewerbe, was da dann beispielsweise angezogen wird, das meine ich, aus der Erfahrung heraus habe ich nur sehr selten gesehen, dass das dann passiert ist. Ja, und Negativland, du schreibst ja gerade noch multiple andere Dinge rein, die dann entsprechend falsch laufen für die Menschen vor Ort. Und das ist ja auch klar, dass es dann nicht nur um den Wohnungsmarkt geht, sondern dass es dass halt dann auch die Saisonarbeit im Tourismus ist ja auch oft übel prekär und übel scheiße. Dann halt die Umweltverschmutzung, die davon einhergeht. Und das steht ja auch hier auch in dem Artikel drin, Umweltverschmutzung und auch die Wasserknappheit in angesichts des Klimawandels spielt dann auch eine Rolle. Ich meine, aus so einer touristischen Perspektive, auch wenn ich jetzt ja selber kaum noch selber Tourismus außerhalb Deutschlands oder in der deutschsprachigen Region betreibe, würde ich halt auch nie mehr, so wo es eine Massenbewegung gegen Tourismus gibt, würde ich halt doch trotzdem auch nie wieder hingehen. Also natürlich aus einer linken Perspektive. So, weil das die ist Leute ja, dich nicht wollen. Ja, und weil die Leute dich nicht wollen, natürlich noch dazu. So. Ich meine, es gibt ja halt einfach, einfach Länder und so, wo das dann halt, wo die Leute das ja auch total feiern und gut finden, so selber, weil sie halt davon profitieren, wie du es halt genannt hast. Aber wenn halt es einfach zu viel wird und halt dieser sehr schwierige Sweet Point überschritten ist zwischen Belastungen von dem, was dann halt so eine Region halt ertragen kann und diesem Tourismus, dann ja, dann geht's halt, dann ist es halt auch irgendwann zu viel. Aber es ist halt, das sind einfach dann so Marktgesetze, die halt da passieren, ne? So wie du es halt gesagt hast, wenn die Region davon einmal lebt, dann wird da halt Profit gemacht, komm mal, was wolle. Ja. Ja, und vielleicht noch zu den Sachen, also ich sag jetzt mal einfach Servo, was du geschrieben hast. Sowas finde ich auch irgendwie eine recht bescheuerte Erklärung davon. Also einmal stimmt es natürlich, wie Negativland sagt, dass die Kanaren auch kolonialisiert wurden, wenn man das auch schon, ja doch, das kann man eigentlich auch auf die Kanaren als Begrifflichkeit sicherlich anwenden. Da ist natürlich jetzt die Frage, wie viel in der modernen ethnischen Mischung der Kanaren noch von den indigenen, wie hießen denn nochmal, Guanchen, glaube ich, auf den Kanaren, dann irgendwie übrig geblieben ist und wie viele eigentlich dann Nachfahren von Siedlern sind. Weil ich meine, von der ursprünglichen Kultur ist ja jetzt im Vergleich zu der spanischen nicht so massiv viel erhalten geblieben. Ja, auch wenn Negativland vielleicht dem jetzt widerspricht. Aber an sich ist das so oder so auch ein Argument, was ich nicht für sonderlich reichhaltig halte. So dieses, ja, Leute, die irgendwie in ehemaligen kolonialen Herkunftsländern leben und da in einer Stadt, die vom Massentourismus betroffen ist, beispielsweise in Deutschland wäre das jetzt vielleicht sowas wie manche süddeutsche Orte oder vor allem natürlich auch Berlin, wo sich immer sehr stark darüber beklagt wird, oder dann auch andere europäische Städte wie Barcelona oder Venedig, die sehr darunter zu leiden haben, dass die Leute, die einfachen Leute, das jetzt irgendwie ertragen sollten, weil ihr Staat früher Kolonien besessen hat. Das halte ich für eine ziemlich schwache und ziemlich menschenverachtende Argumentationskette. Ja, dann schreibst du natürlich auch richtigerweise, Negativland, dass das Geld eben
in so den, jetzt auch nicht nur ausländischen Taschen. Also ich glaube schon noch, dass es halt auch lokale Kapitalisten halt gibt, die davon profitieren. Zumindest zum Großteil. Also ich würde nicht sagen halt komplett, weil es ja trotzdem auch eine Realität ist, dass ja, es immer irgendeine Form von irgendwie müssen Leute halt Geld verdienen und müssen Leute halt über Wasser bleiben und irgendwo muss auch der Staat dann halt in der Konkurrenz halt seine Grundlage halt herhaben und seine Steuern beziehen und so weiter und so fort. Und das sind ja schon halt Sachen, die dann auch wiederum dann auch teilweise irgendwie in den Straßenbau dann da wieder fließen und so weiter und so fort. Damit will ich nicht sagen, dass das halt, also damit will ich das ja nicht verharmlosen, sondern ich will halt nur sagen, natürlich kommt das auch zum geringen Maße halt den Leuten vor Ort zugute. Aber mehrheitlich stimmt es natürlich. Mehrheitlich verdienen halt ausländische und inländische Kapitalisten einfach an der Ausbeutung von Land und Leuten da. Wie überall halt, ne? Ja, es ist ja auch so ein bisschen das Problem mit so entlegenen Inselregionen. Also ich meine, die Kanaren sind jetzt so gesehen nicht entlegen, weil sie ja eigentlich direkt vor der Küste von Marokko bzw. Westsahara liegen. Aber sie sind natürlich vom spanischen Mutterstaat recht weit entfernt. Das Problem, was ja häufig solche Inselregionen haben, ist das Import-Export-Verhältnis. Und auf den Kanaren kann natürlich auch angebaut werden. Also beispielsweise kommen davon ja auch, glaube ich, einige Bananen. Vor allem früher war es, glaube ich, recht wichtig, auch für so Südfrüchte und Bananen, die dann rübergeschifft wurden nach Europa. Aber recht viel wird ja trotzdem dann natürlich auch importiert, weil einfach die lokale Industrie, das lokale Gewerbe das dann nicht in dem Maß hergibt. Und dann muss natürlich auch irgendwie geguckt werden, was kann jetzt so eine Inselregion dann exportieren, damit die Leute nicht einfach nur, ja, im Endeffekt über ihre Verhältnisse dann einkaufen müssen. Und ganz häufig ist ja dann auch Tourismus das, was so gesehen als Exportgut wieder auch Auslandsdevisen beispielsweise reinbringt. Das ist ja auch der Vorteil für viele Inselregionen dann einfach, weswegen sie dann auf Tourismus setzen. Und ja, du schreibst es natürlich Bananen, Tomaten, Kartoffeln, also sowas scheint bis heute noch eine Rolle zu spielen, so Agrargüter, aber ja, das ist einfach das, und ich glaube auch nicht, dass so eine Massenbewegung in dem Sinne das ändern kann, solange sie nicht auch wirklich planerisch in die Produktion eingreifen kann. Weil das sind so umfassende Veränderungen, die da passieren müssten, damit das irgendwie, dass man wirklich sagen kann, wir wollen gar keinen Tourismus mehr. Und ich glaube, also dazu kann es auch einfach nicht durch so eine Bewegung wie jetzt kommen, sondern was passieren wird, sind natürlich Reformen, die dadurch erstritten werden können. Beispielsweise Umweltgesetzgebung, beispielsweise Rauswurf von Airbnb oder einfach, wie heißt es, Aufteilung von Wohnraum, so dass die Einheimischen auch davon profitieren, sich das leisten können, Mietpreisbremse, sowas. Sadi macht mir auf jeden Fall jetzt sehr viel Lust auf kanarische Bananen, die mal ausprobieren, wenn das die besten Bananen der Welt sind, angeblich. Ja, generell muss man auch einfach erstmal sagen, natürlich sind wir halt solidarisch mit dieser Ja, klar. Protestbewegung. Also immer, wenn Menschen halt auf die Straße gehen, weil, um halt für ihre Rechte einzustehen und für ihre Leben zu kämpfen, ist das halt gerechtfertigt erstmal. Weil unabhängig davon, was man jetzt im Detail dazu sagen kann und dann im Detail zu besprechen kann, ist es ja einfach so, das wird über die Köpfe der Leute hinweg. Uff. Über. SS, stell ich dir das runter jetzt. Das wird Fantastisch. über die Köpfe der Leute hinweg halt entschieden. So. Die Leute können sich das ja nicht aussuchen. Die wachsen halt auf den Kanaren und dann kommt das halt über die. So, es ist ja nicht so, als hätten das die Leute halt in dem Sinne mit entschieden. Und deswegen sind solche Bewegungen von unten, die dann halt mobil machen und auch gegen diese komplette Kapitalisierung aller Lebensbereiche und auch eben ihrer lokalen Kultur und ihres Landes und so weiter, erstmal total gerechtfertigt und wichtig. So. Und dann kommt halt als zweites das, was wir davor eigentlich gesagt haben, mit diesem ganzen. Ja, okay, aber das sind halt notwendige Dinge, die halt im Kapitalismus halt passieren und da kannst du halt auch dann schwer das halt komplett Nö, umkrempeln. ist ja einfach nur eine realistische Ja, Einschätzung genau. davon, dass es Ja. eben
vielleicht habe ich in meinem Hinterkopf auch noch, ich war selber einmal als Kind auf den Kanaren im Urlaub und es war einer der schlimmsten Urlaube, die ich je gemacht habe. Aber nicht wegen den Kanaren. Ihr seid super. Negativland, du bist auch super. Ich habe einfach die Windpocken am zweiten Tag bekommen. Das war nicht schön. Kanarische Windpocken. Kanarische Windpocken. Und versuchen die Touristen damit zu vertreiben. Aber auch spannend, was du schreibst, Sadi, mit dem, dass es halt ein breites Bündnis ist, was da auf die Straße geht. Das denke ich mir auch bei so einer großen Demonstration und dass dann halt dort auch coole, selbstorganisierte Initiativen mit dabei sind, wie jetzt hier eine Gewerkschaft von Putzfrauen in Hotels, die eine sozialistische Bewegung sind. Das ist halt natürlich sehr schön zu hören. Ich gehe jetzt auch mal, also da kannst du auch nochmal eine Einordnung geben, das weiß ich jetzt nicht. Aber das ist ja wahrscheinlich auch eine Bewegung, die recht links geprägt sein wird. Ja, aber natürlich, also ich gehe mal auch davon aus, wie Nightmare schreibt, beziehungsweise Nightmare fragt, dass es auch recht nationalistisch ist. Also ja. Was wir auch sehen, sind ja auch die Fahnen, glaube ich, von den Kanarischen Inseln. So ein Linksnationalismus, und das ist ja häufig genau, da in der Region. Ich glaube auch, also was es ja auch gibt, da hatte ich, glaube ich, auch Negativland mal selber zugefragt, es gibt ja auch einen kanarischen Separatismus, der sich auch gegen den spanischen Staat richtet. Und sowas hat ja auch immer dann dabei natürlich Krieg dann Aufwind. Also das sehen wir auch in den diversen Antimassentourismusbewegungen immer wieder, dass dann auch so regionalistische, separatistische Stimmen dann laut werden, die sagen, ey, das ist ja alles schön und gut, ihr profitiert dann vielleicht von den Auslandsdevisen, die wir reinbringen und von der Aufbesserung des Images für den Gesamtstaat und irgendwie, oh, hier guck mal, Spanien, Deutschland ist auch diese ganz tolle Urlaubsregion, aber wir bluten dafür aus und wir sind eigentlich die, die dann als Region besonders leidtragend sind. Ja, Servo, also da kann ich dir auch zustimmen. Ich habe auch das Gefühl, dass es sicherlich auch dann so eine separatistisch-nationalistische Bestrebung sich daraus formulieren kann. Klar. Aber auch die kann ja links geprägt sein, wie wir das halt ja auch auch Linksnationalismus, also, ja. Das natürlich muss man ja nochmal im Detail darüber reden, wie man das dann halt natürlich, wie man das bewertet. Haben wir auch an unterschiedlichen Stellen mal Livestreams gemacht, aber. Es ist auch ganz interessant, es gibt auch nichts Vergleichbares in Deutschland so, oder? Also, dass man halt irgendwie eine Region, also klar gibt es halt Regionen, die halt auch sehr stark unter, ja? Doch, auf jeden Fall. Also, was richtig schlimm ist, redet man mit Leuten, die beispielsweise aus dem Norden von Mecklenburg-Vorpommern kommen. Mhm. Also so Inseln wie Rügen oder Usedom, die sind komplett ausgeblutet, was die lokale Bevölkerung angeht. Da gibt es halt keine Bewegung, die in der Form doch. So große. In der also jetzt keine Massenbewegung, aber es gab immer wieder auch Protest gegen Tourismus vor Ort. Du hast beispielsweise die höchsten Immobilienpreise in ganz Deutschland im Norden von Mecklenburg. In den ehemaligen kaiserlichen Badeorten da. Und das sind halt auch echt Orte, wo die Leute fast in einem ähnlichen Verhältnis dann wie die Leute auf den Kanaren dazu stehen. Weil natürlich, also da hast du dann noch ein größeres Problem. Also in Süddeutschland hast du auch Orte, die komplett überlaufen sind, wo dann Airbnbs viel einnehmen, Berlin auch. Aber beispielsweise im Norden von Mecklenburg-Vorpommern hast du ja auch von der sonstigen Industrie sehr wenig Möglichkeiten, was die Leute sonst machen können. Und dementsprechend sind dann auch sehr viele Leute dort dann in den Tourismus eingebunden als einzige Einnahmequelle. Aber jetzt von der Massenbewegung... Das meinte ich auch. Das, ne? Das in dem Sinne auf jeden Fall nicht. Aber vielleicht ist das dann auch nochmal, dass hier einfach die Verhältnisse nicht ganz so abgefuckt sind. Im Großen und Ganzen, weil klar, du kannst dann auch immer noch, gehst halt nach Berlin, ne? Gut, da ist dann auch Problem mit Massentourismus. Vom Regen in die Traufe. Ja, Negativland, was aber noch, ja, die Leute geben 90% ihrer Miete. Das ist ja auch, also vielleicht ist es in Berlin nicht ganz so schlimm, aber es ist auf dem besten Weg dahin, so zu werden. Okay, schauen wir weiter. Und Das kann man vielleicht einmal noch kurz anmerken. Das ist natürlich gut, was du noch sagst, Gringo. Skigebiete, beziehungsweise generell Bergtourismusgebiete,
die ehemaligen Dörfer, die in diesen Gebieten liegen. Das ist ein Beispiel eigentlich dafür, was wir auch gerade in Deutschland dann im alpinen Raum ähnlich so haben. Auf jeden Fall, da gab es ja dann auch jetzt hier vor kurzem von der FO Schweiz einen Arbeitskampf in der Schweiz zu Gastro-Ausbeutung. Okay, dann gehen wir weiter zu unserem dritten internationalen Thema, und zwar nach Neuseeland. Und dort, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ist auch schon eine Woche her die Nachricht, aber die Maoris erklären Wale zu juristischen Personen. Also es ist halt ein indigenes Volk, was das halt so gerade betreibt und versucht, um halt eben die Wale dort vor Ort zu schützen. Finde ich erstmal eine gute. Ja, auf jeden Fall. Also ja, ich finde es halt so, ist es trotzdem, also natürlich ist es eine gute Sache, aber ich finde es auch erstmal einfach so eine exotische, wilde Nachricht. Also in dem Sinne, dass halt, das war jetzt vielleicht ein bisschen scheiße formuliert, tut mir leid. Ich habe ja schon gesagt, dass ich heute ein bisschen neben der Spur bin, sorry. Aber einfach so, es ist halt einfach ein, das hat es glaube ich noch nie vorher gegeben, ne? Das halt, so meine ich das. Dass Wale zu juristischen Personen erklärt wurden. Ja, halt mehr, das stimmt. Aber ich glaube, das kann dann auch schnell mal passieren. Ja. Also das meinte ich halt, ne? Ich meinte jetzt eben, dass es das noch nie gegeben hat, dass halt Tiere zu so Persönlichkeitsrechte eben bekommen. Was erstmal so recht wild klingt. Auf jeden Fall. Also ich meine, ich kann mich auch noch dran erinnern, das sind, glaube ich, so Fakten, die ich so mit 11 Jahren oder so im Internet nachgelesen habe, irgendwie so 10 verrückte Fakten über die USA. Da war, glaube ich, auch mal irgendwie dann dabei, ein Hund wurde zum Bürgermeister. Oder eine Ziege, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber eine Ziege zum Richter. Könnt ihr mal nachforschen. aber abgesehen davon ist das natürlich eine spannende Sache. Und es ist tatsächlich auch so, die Maori hatten auch andere Bestrebungen in die Richtung schon in Neuseeland. Das scheint so eine größer angelegte Strategie zu sein. Also ich weiß nicht, ob du das damals mitbekommen hast. Das war, glaube ich, so 2017, 16, irgendwie so rum. Da ging das auch groß durch die Medien, dass die Maori einen heiligen Fluss in Neuseeland auf der Nordinsel schon zu einer juristischen Person erklärt haben. Und damit nämlich auch durchgekommen. Also nicht nur jetzt, wie jetzt, glaube ich, diese Bestrebung haben. Also sie erklären die zu juristischen Personen. Und ich glaube, jetzt muss dann eben geguckt werden, wie Neuseeland sich dafür einsetzt. Sondern dass tatsächlich dieser Fluss jetzt eine juristische Person ist. Und ich glaube auch, dass das mit einem Berg oder so dann noch gemacht wurde. Eigentlich ist es, wenn man sich das überlegt, irgendwo wirkt es erstmal total absurd, weil irgendwie aus offensichtlichen Gründen. Aber wenn man dann nochmal in der zweiten Ebene drüber nachdenkt, passt es eigentlich auch total gut zu so dem Bezug von Indigenen zu Natur und zu den Lebewesen und so. Also eigentlich passt es total gut auch in die Weltanschauung, dass man halt sagt, so ja, das ist halt so zentral und so wichtig, dass es halt eben rechtlich auch gleichgestellt wird. Mit dem Menschen? Also mit dem Menschen wird es tatsächlich noch nicht gleichgestellt. Das ist ja nochmal so dieser Unterschied, einmal natürliche Person, das ist ein Mensch, und juristische Person wären sowas wie eine Stiftung, eine Aktiengesellschaft oder so. Mhm. Aber von dem Grundgedanken hast du auf jeden Fall recht, das finde ich, das spiegelt einfach nochmal ein anderes Verhältnis dazu wieder, dass wie jetzt bei dem Fluss, weiß ich es beispielsweise, der hatte dann Probleme mit Verschmutzung. Und dann konnten eben, und dann dem Fluss so gesehen, dann 2 gesetzliche Vertreter bereitgestellt, dann, die dann den Fluss im Gericht vertreten können gegen die Rechtsbrüche. Und mit Wahlen wäre das natürlich auch interessant. Da ist dann die Frage, das wird sicherlich dann irgendwelche Regelungen für immer noch Fangquoten geben, weil ja, ich meine, Nick hat es ja auch schon reingeschrieben, die Färöer, die werden natürlich nicht glücklich sein, aber dass so Länder wie jetzt Japan, Grönland, die Färöer, Island und so dann trotzdem natürlich noch weiter am Walfang
festhalten wollen, wie sie ja auch immer wieder sehr deutlich machen. Und da wird es dann sicherlich was geben, aber beispielsweise für sowas wie jetzt Umgang mit Schiffsequipment und so, dass man da dann irgendwie drauf achtet, da ist das natürlich eine schöne Sache. Man muss es natürlich immer auch als einen Reformkampf sehen, weil es natürlich nicht sonderlich radikal ist und man hier versucht dann alles auf dem juristischen Weg eben umzusetzen, aber das ist ja auch einfach Teil davon. So. Ich meine, ich finde, das drückt auch so ein bisschen so eine gewisse Hoffnungslosigkeit trotzdem auch aus. Also, dass man halt dann, dass halt zu solchen Mitteln gegriffen wird, weil einfach es gibt ja so viele Länder, so viele Regionen auf der Welt, wo halt Indigene auch in der ersten Front gegen diese, gegen die Zerstörung unserer Umwelt halt stehen. Und also wie viele Reportagen es halt zu allen möglichen Phänomenen auf der Welt gibt, wo dann halt noch Indigene auch leben, wo dann halt irgendwie eine indigene Familie gegen irgendein Staudammprojekt halt, was halt besonders Schlimmes halt ankämpft oder jetzt hier mit den Wahlen oder hier und da einfach. Und da ist auch, glaube ich, eine große, die Leute sind halt in erster Linie diesen auch Großkonzernen und den ganzen Problemen, die von der Zerstörung der Umwelt ausgehen, halt konfrontiert, ne? Und probieren halt einfach auf allen Wegen dagegen anzukämpfen. Und dieser juristische Weg ist dann halt oftmals leider einer der Wege, die halt noch gehen können, wenn sie halt speziell auch relativ wenig Leute sind, die da isoliert kämpfen. Ja, manchmal kann es ja auch einfach wirklich sehr effektiv sein. Ja, das ist eine Entscheidung, das muss man ja auch dazu sagen. Und ich meine, die Sache ist ja auch die, warum so viel davon, vielleicht, was ich gerade gesagt habe, mit dem Fluss, mit dem Berg, jetzt, dass es dieses Vorpreschen mit den Wahlen geht. Also ich glaube, das sind ja nicht nur Maori, sondern ich lese es ja auch nochmal, indigene Völker pazifischer Inseln. Also ich denke mal, dass dann auch noch welche von den umliegenden Inseln sich mit daran beteiligt haben. Und so, wie ich jetzt hier aufs Bild sehe, das können natürlich auch noch andere Leute aus Neuseeland sein, aber sehen mir jetzt auch nicht alle wie so klassisch wie Maori aus. Ist natürlich auch die Sache, dass Neuseeland da ein großes Interesse dran hat. Also ich meine, einmal die Maori stellen natürlich im Gegensatz zu so anderen siedlerkolonialen Staaten noch einen recht großen Anteil von diesen klassischen indigenen Gruppen. Also ich glaube, 15 bis 20% sind Maori in Neuseeland. Also ein recht hoher Anteil. Und Neuseeland wirbt ja auch wirklich sehr, sehr stark. Neben natürlich, wir sind die Filmset-Location für Herr der Ringe, auch damit, was tatsächlich interessanterweise, da kann man, das möchte ich einmal anmerken, Neuseeland hat vor allem so viele Filme, die auch da gedreht werden, nicht nur wegen der schönen Landschaft, sondern wegen extrem beschissenen Arbeitsbedingungen und extremer Schwierigkeit von gewerkschaftlicher Organisierung von Leuten in der Filmbranche. Das einmal als kurzer Einwurf. Auch damit, dass Neuseeland eben das Land der natürlichen Schönheit ist und so viel für den Umweltschutz tut und so eine enge Verbindung damit hat. Und natürlich auch, sagen wir mal, eine enge Verbindung mit der indigenen Gesellschaft. Das ist ja tatsächlich, ich habe auch schon ein paar Mal Leute aus Neuseeland kennengelernt. Und das ist auch einfach anders von dem Nationalismusverständnis, was die da vor Ort haben. Die versuchen ja wirklich sehr viele Teile von indigener Kultur in die Allgemeinkultur reinzubringen. Und da passen natürlich dann auch diese Vorstöße, die dann, nachdem die Maori das anstoßen, dann auch von neuseeländischer Politik weitergetragen werden. Einfach in das gesamte Image, aber auch in die Tourismusbranche rein. Ja, und Servo hat auch noch mal den maorischen Namen für Neuseeland reingeschrieben. Aber ich weiß gar nicht genau, wie der richtig ausgesprochen wird. Deswegen versuche ich mich jetzt hier nicht an einer furchtbaren Aussprache. Das ist ja auch was, was wir mal immer eigentlich im Podcast selber dann versuchen, ne? Haben wir auch immer so schönes Einsprechen von den. Aber da sind wir nicht live. Da können halt dann auch solche Fauxpas, wie mir vorhin passiert sind, können wir dann einfach rausschneiden und jetzt ist es einfach für alle Ewigkeiten im Internet. Ja, ich glaube, da haben Leute sich schon schlimmere Fauxpas erlaubt. Auch in dem Kontext von Kolonialismus. Okay. In dem Sinne würde ich sagen, gehen wir über zu den lokalen Nachrichten. Also.
Und wir starten in Hamburg. Und da soll das islamische Zentrum geschlossen werden. Ja, und das ist ja tatsächlich nicht einfach nur irgendein islamisches Zentrum, sondern das islamische Zentrum in Hamburg ist sehr besonders, weil es eben nicht nur eine der führenden schiitischen Moscheen in Deutschland überhaupt ist, vielleicht sogar die größte und einflussreichste, sondern vor allem sehr enge Verbindungen mit der iranischen Regierung hat. Und immer wieder da, glaube ich, diversen Razzien auch schon in der Vergangenheit ausgesetzt war und sehr stark immer wieder in der Kritik steht, weil man dort dann nicht nur eben so sektenartige Strukturen hat und Indoktrinieren von Kindern im Sinne von der Ideologie des iranischen Regimes, sondern auch Geldsammelaktionen dort stattfinden sollen, die dann beispielsweise Hezbollah-Strukturen oder Strukturen der Revolutionsgarden mit Aktivitäten in Deutschland unterstützen sollen. Aber es ist eine Meldung, wo es jetzt nicht sehr konkret wirkt, sondern halt erstmal nur, okay, ein Vorstoß von einem Politiker. Also es, ne, ich weiß nicht, ob du da jetzt mehr weißt, aber von der Nachricht her sieht es jetzt erstmal so aus, was es dann ja häufig gibt, dass halt einfach ein Politiker sowas sagt, erstmal in den Raum stellt, ja, ich will eigentlich das und das machen, das sollte man mal gemacht haben, dann gibt es halt einen Medienbericht darüber und dann im Zweifel passiert dann einfach nie wieder was dazu. Ja, ich glaube, es ist der lokale Grünen-Chef da, oder? Ja, naja, steht ja. Dann nochmal runterscrollen. Oder ist das der allgemeine Grünchef? Glaube ich nicht. Guck jetzt mal nach. Der Grünchef. Ja doch, guck mal hier, gemeinsam. Ach ja, Doppelschütze, wusste ich gar nicht, ehrlich gesagt. Gemeinsam mit Ricarda Lang, die Doppelspitze. Ach, guck mal, ja, dann ist das jetzt hier aber nicht nur. Okay, aber es gibt ja häufig diese Nachrichten. Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Das wäre ja mal gut. Ja. Ja. Was soll man dazu sagen halt? Also es ist halt objektiv gut. So. Also, ich weine auf jeden Fall keine Tränen nach. So, objektiv. Da kann man auch nichts dagegen sagen halt. Was willst du halt dazu sagen? Das ist halt. Ja, da sagst halt das Gleiche zu, wie wenn jetzt irgendwelche Nazi-Strukturen Repressionen durch den Staat bekommen, ne? Ja, ja. So. Klar. Also ich meine, was man vielleicht da noch rauslesen könnte, ist natürlich, dass, ja, ich meine, gut, bei dem muss man auch tatsächlich sagen, dieses islamische Zentrum Hamburg, das steht ja jetzt wirklich nicht erst seit gestern in der Kritik. Aha. Das sind ja jetzt auch wirklich nicht erst seit gestern die Stimmen irgendwie laut, dass man sagt, das Ding muss eigentlich weg. Aber was man vielleicht jetzt dann wegen der aktuellen Eskalation. Genau, Israel, wegen der aktuellen Eskalation und auch in dieser ganzen Geschichte rund um die russischen Spionage-Sachen, die jetzt in Deutschland aufgedeckt wurden. Ich glaube, da überlegt man sich jetzt zweimal, ob man nicht auch hier ein bisschen die Zügel jetzt anzieht und so vor allem ausländischen Organisationen von Staaten, die einfach aktuell auf der anderen Seite des Bündnisses stehen, mal versucht, ein bisschen die Infrastruktur hier kaputt zu machen. Aber das ist halt so ein bisschen das Ding, Nightmare, ne, was du schreibst, dass halt der Moscheebau von DDEP eben unterstützt wird, ist absolut richtig. Aber das Ding ist halt auch, dass DDEP ist ja einfach der Ansprechpartner, mit einer der Ansprechpartner für Muslime in Deutschland und mit so der größte oder sogar der größte Moscheenverband in Deutschland. Und das hat man sich einfach über viele Jahre jetzt halt so eingerichtet, dass man mit diesem auch doch sehr deutlich islamistisch geprägten Verband halt weiter kooperiert. Und hier hat man ja auch eine starke Verbindung zu einer ausländischen Macht, aber eben der Türkei. Nur ist es halt hier was völlig anderes, weil die Türkei ist ja ein konkreter Verbündeter Deutschlands und dementsprechend betrachtet man das auch, denke ich, anders.
Aber klar, nur du kannst, also wenn DDIP halt zu, die Moscheen zu schließen, das wäre halt total, also das wär, ist halt was völlig anderes, als halt irgendwie ein so eine Moschee halt in da dicht zu machen. Ich meine, es wurden halt mit großem Pomp halt in großer Zusammenarbeit diese ganzen Tempel, wie jetzt zum Beispiel in Köln, da halt errichtet. Unter hohem Segen der deutschen Politik, die das halt mitverantwortet und trägt. Ja, also das kannst du echt nicht vergleichen. Das hier ist ein Dorn im Auge und vor allem auch, das ist nicht geschützt von eben einer riesigen Diaspora-Gemeinde, die auch politisch sehr stark dahinter steht, sondern wenn wir uns das jetzt hier angucken mit dem IZH, also erstens hast du natürlich sehr wenige Schiiten in Deutschland, vor allem sehr wenige auch, die jetzt so 12er Schiiten sind, im Sinne jetzt von auch der Organisierung der Gemeinden durch den Iran oder im Libanon. Ich glaube, die meisten Sunniten würden das halt übel freuen, wenn diese Moschee geschlossen wird. Die Polytheisten. Polytheistentempel wird zugemacht. Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, es ist ja schon so, kann man jetzt auch sagen, ne, dass die Hezbollah und der Iran auch in der sunnitischen islamischen Welt, sagen wir mal, einen gewissen Glow-up hingelegt hat, so ein bisschen beliebter ist, ne? Aber natürlich, sagen wir mal, jetzt die richtigen radikalen Sunniten, die weinen dem Zentrum da jetzt auch keine Tränen nach. Ja, Nuripur könnte ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht iranische Wurzeln hat. Könnte. Wer wirklich. Weiß. Gut, würde ich sagen, schauen wir weiter und springen zu unserem nächsten Thema, und zwar, das war auch ein vielleicht einer der größten Themen aktuell, neben jetzt halt der ganzen Eskalation Iran-Israel, die wir jetzt heute im Übrigen halt nicht drin haben, weil wir auch vor 2 Wochen schon darüber gesprochen haben und weil sich zumindest, auch wenn halt die ganze Zeit weiter noch Nachrichten da kommen, die Situation ja hoffentlich, wie es gerade aussieht, ja auch entspannt hat. Also dass halt eben diese Gegenschläge hin und her geschoben wurden und jetzt halt der Iran nach dem neuesten Angriff von Israel eher verlautbart hat, dass man jetzt halt nicht nochmal wieder was machen will gegen Israel. Außer diese übliche Auseinandersetzung halt eben über die Hezbollah und so. Und aber ja, diese Nachricht war so ein bisschen mit das zweitgrößte, was halt so gelaufen ist. Und zwar gab es einen Prozess oder den Beginn eines Prozesses gegen Björn Höcke wegen einer Nazi-Parole, die er getätigt hat. Schauen wir mal rein. Weil er wiederholt die verbotene SA-Parole Alles für Deutschland öffentlich verwendet hat, muss sich Thüringens AfD-Chef Björn Höcke seit heute vor dem Landgericht Halle an der Saale verantworten. Wie er einfach guckt. Echt wie so ein wandelndes Meme irgendwie. Wie er so reinstolziert. Die Staatsanwaltschaft wirft dem AfD-Politiker das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen vor. Höcke ist Vorsitzender des vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuften Landesverbands der AfD in Thüringen. Verhandelt werden 2 Anklagen. In beiden Fällen hatte Höcke bei AfD-Veranstaltungen die Parole Alles für Deutschland der sogenannten Sturmabteilung SA der nationalsozialistischen NSDAP verwendet. Die paramilitärische Kampforganisation ging in den 1930er Jahren brutal gegen Juden und politische Gegner vor. Der Geschichtslehrer Höcke gab vor dem Prozess an, nichts von der Bedeutung oder Herkunft der Parole gewusst zu haben. In dem Verfahren sind insgesamt 4 Verhandlungstage bis zum 14. Mai angesetzt. Ach Mensch, da muss man auf jeden Fall ein gutes Bild. Ich finde das mal witzig, wie das in Deutschland so krass ernst genommen wird mit diesem, dass dann die Kameras dann möglichst schnell raus müssen. Also es gibt immer diese, ist es ja, ne, man darf ja keine Verhandlungen filmen, aber es ist dann halt immer so, die stehen dann da, gucken halt zum Richter und dann kommen halt direkt so immer so Bullen und stellen sich halt so vor die Kamera so, okay, das war's jetzt, let's go raus. Ja, rein raus, ne? Ja. Das darfst du mitmachen. Ja, also erstmal muss man natürlich dazu sagen, dass Servo mit der Einschätzung vom Backpfeifengesicht bei Herrn Höcke absolut recht hat.
Das Zweite, was man dazu sagen kann, ist, dass das absoluter Quatsch ist, als Geschichtslehrer zu sagen, dass man wirklich überhaupt nichts vor davon gewusst hat, dass es diese Parole gibt. Also das Aber ist es ist doch der Lieblingssatz der Deutschen, Joshua, das weißt du doch. Ich habe von nichts gewusst. Ja, stimmt natürlich. Ja, aber das kann man nochmal da anmerken, dass das natürlich absoluter Quatsch ist, so, weil da muss man ja nur einmal irgendwo in osteuropäisches Dorf ins Museum gegangen sein und sich die Kollektion von Dolchen angeguckt haben. Da wird man sehr schnell einen mit dieser Aufschrift gefunden haben. Er hat bestimmt auch selber einen zu Hause. Und das Dritte dabei ist, dass ich trotzdem immer wieder skurril finde, wie Leute sich dann so sehr positiv darauf beziehen, dass die Leute dann für diese Parolen abgefuckt werden und starke Strafverfolgung dafür erhalten. Weil natürlich ist es jetzt so, dass mit diesen ganzen NS-Paragraphen wir als Linke nicht sonderlich davon betroffen sind. So. Das andere ist aber dennoch, dass das immer ein super gutes Argument dafür bietet und auch immer wieder dafür angewandt wird, um zu sagen, ja, aber wenn die Sachen des Extremismus verboten sind, warum soll denn nicht das und das und das verboten werden? Warum machen wir es denn nicht wie in den osteuropäischen Staaten, in denen dann auch gleich Hammer und Sichel mit verboten ist oder bestimmte kommunistische Parolen? Warum machen wir es dann nicht auch genau da so? Und da finde ich es doch dann immer so ein bisschen befremdlich, wenn Leute sich einfach darauf positiv beziehen, ja, der Höcke wird jetzt für diese Parole, ich weiß gar nicht, ob man die eigentlich so in einem Stream jetzt aussprechen darf, keine Ahnung, für diese Parole alles für D da jetzt irgendwie juristisch belangt. Also das kann ich ehrlich gesagt dieser Haltung recht wenig abgewinnen. Dazu muss man, finde ich, auch speziell bei dieser Parole sagen, dass es sich, denke ich, sehr gut im Vergleich auch zu anderen Sachen so propagandistisch nutzen lässt. Also ich erinnere mich noch daran, dass halt zum Beispiel die Nazis halt hier in Dortmund so eine große Verhandlung hatten, weil sie die Parole wer Deutschland nicht liebt, ist Antisemit. Wer Deutschland liebt, ist Antisemit, sowas verwendet haben. Ich hoffe, andersherum wär's gut. Andersherum wär's gut. Und da würde ich halt ziemlich klar sagen, okay, das kann man auch propagandistisch für die eigene faschistische Sache halt nicht sonderlich gut ausnutzen. So, das ist halt auch nicht so anschlussfähig, dass jetzt halt die meisten Leute sagen, ja, richtig geil. Aber jetzt halt einfach aber diese andere Parole, alles für D halt eben, ist halt was, wo dann halt auch viele, glaube ich, normale Bürger einfach sagen, so, ja, wo ist halt das Problem? So, daran. Das ist halt einfach so. Das hat halt eine konkrete historische Verwendung, die ist halt offensichtlich. Gleichzeitig ist an dem eigentlichen Satz ja so offensichtlich nichts Verfassungsfeindliches da dran. Nee. Wobei ich nochmal sagen muss, ich finde den Spruch, den du am Anfang dem freudschen Versprecher gemacht hast, mit dem, wer Deutschland nicht liebt, ist Antisemit, passt sehr gut zur heutigen deutschen Staatsräson. Ja, Isa, also mit dem, dass das für Höcke jetzt keine großen Auswirkungen hat. Also ich glaube auch nicht, dass es jetzt irgendwie zu diesen Höchststrafen da irgendwie kommen wird. Und das ist ja auch, glaube ich, dann immer im Gespräch, was hat das jetzt für Auswirkungen auf seine politischen Ämter? Das kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass sie das machen, weil das halt sehr unpopulär wäre. Und natürlich auch kann man da sicherlich dann irgendwie juristisch argumentieren, irgendwie ziemlich überzogen. Aber ich würde das nicht kleinreden. Also wenn man sich das anguckt, wie viel deutsche Faschisten für so Meinungsdelikte, im Endeffekt, wenn man die jetzt so nennt, also was die dafür an Repression immer ausgesetzt sind, das ist schon häufig recht beachtlich, wenn man sich dann die Strafregister von denen anguckt. Natürlich sind die häufig auch notorische Gewalttäter und machen noch andere juristisch fragwürdige Dinge, aber trotzdem hat das schon einen recht großen Einfluss auf die deutsche Rechte. Boah. Ja, Nick, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob der immer noch als Lehrer zugelassen ist. Also ich meine, beim Volkslehrer war es ja so, dass der die Zulassung entzogen bekommen hat. Bei Höcke weiß ich das tatsächlich nicht.
Was halt auch so eine absolute Gratwanderung wieder ist, das kommt halt sehr gut in diese ganze Debatte mit rein, mit diesem AfD verbieten oder nicht. Also das ist ja gerade so ein bisschen, also wir haben ja jetzt, wir haben ja auch einige Zeit schon nicht mehr darüber geredet, über die AfD und Proteste dagegen und so, weil diese großen Proteste sind jetzt schon seit einiger Zeit wieder komplett abgeebbt. Aber so eine, ja, es gab jetzt auch andere, alle möglichen Fälle, zum Beispiel wurde von einem anderen AfD-Politiker, gab es ja dann auch wieder so Enthüllungen, die halt schon älter waren, aber wo jetzt nochmal so Audiospuren aufgetaucht sind, wie er halt irgendwie da Geld von russischen Investoren halt irgendwie bekommen hat, also irgendwie geschmiert wurde oder so. Das kam jetzt auch nochmal. Genau. Auf, ne? Aber was halt eben das Ding ist, es gibt so einen starken Diskurs, also das Thema wird halt so krass in den Medien gehalten und auch durch solche Prozesse, und ich glaube schon, dass die AfD das halt gerade auch für sich nutzen kann, zu sagen, ja, guck doch mal bitte, wir sind halt die einzige so Opposition wirklich zu diesem Parteienklüngel, den es halt irgendwie gibt, und das ist halt von dieser Demokratie zu halten, die halt jetzt einfach die einzige Opposition halt so, ja, im Prinzip halt komplett mit Repression überzieht und selbst anhand von solchen eigentlich von der reinen Bedeutung ja nicht verfassungsfeindlichen Sätzen und was denn falsch daran, alles für Deutschland zu geben zu wollen und solche Sachen. Also da kann man ja so gut propagandistisch anschließen an diesem Punkt. Und deswegen ist es halt, finde ich, immer sehr schwer so zu bewerten, wie wirklich positiv solche Entwicklungen dann halt sind. Es gibt Aspekte daran, die sind natürlich positiv, weil das bindet halt auch offensichtlich Ressourcen von denen und so. Das ist ja ganz klar dann halt eine, also zum Beispiel bei uns in Dortmund, da ist es aber nochmal was anderes, ob du das halt gegen so eine kleine Nazi-Partei machst oder gegen halt eben eine der größten mittlerweile Volksparteien dieser Republik. Aber da ist, hat das natürlich die halt mega, mega behindert mit der Zeit, dass sie halt für jede Scheißparole halt irgendwelche Gerichtsverfahren und so bekommen haben. Mit sowas kannst du natürlich eine kleine, wenn auch fähige Nazi-Struktur halt vernichten. Ja, und das ist ja auch der Unterschied dabei. Das sind halt Maßnahmen, die teilweise sogar recht populär sind, weil in der öffentlichen Wahrnehmung, auch in der Dortmunder Stadtgesellschaft, die Nazis halt einfach häufig als so eine unfähige und sehr gewalttätige Schunkeltruppe so bekannt sind, und das funktioniert da eben nicht so. Und ich würde vielleicht sogar auch noch so radikal sagen, dass ich mir zu einem gewissen Grad sogar vorstellen könnte, dass das aktiv von so einer Person wie Höcke auch forciert wird. So, ja. Dass, ich meine, ich glaube, wofür er angeklagt wird, ist ja, dass er dieser Parole zweimal gesagt hat und beim zweiten Mal, glaube ich, auch bewusst mit dem Sinne, dass er jetzt dafür verfolgt wird. Und ich glaube, dann auch nochmal irgendwie so dargestellt hat, dass das ja beispielsweise auch der Spruch von einer Telekom-Werbekampagne war. Auch wenn, wie ihr schon reingeschrieben habt, dass dann natürlich dann auch immer da bewertet wird, dass das eben kontextabhängig ist und dass, wenn jemand, der, das ist ein rechtsextremer Verdachtsfall, das dann verwendet, natürlich auch nochmal eine andere Bedeutung hat. Aber nichtsdestotrotz, wie du es schon gesagt hast, kann man bei der Parole gerade im Gegensatz zu so expliziten NS-Sachen, die einfach nur provozieren wollen, wie die Dortmunder Nazis das gemacht haben, bei der Parole dann tatsächlich sagen, das ist jetzt eben, schaut euch an, wie dieser Staat eigentlich diese reguläre nationalistische Äußerung verfolgt. Und das wird man dann eben sehen, wie gut er natürlich sowas dann auch als Bühne für sich verwenden kann. Was aber tatsächlich passiert ist, dass er durch diese Tabubrüche im Gegensatz zu anderen AfD-Politikern ganz schnell immer durch alle möglichen Formate tingeln darf und auch einfach in der öffentlichen Wahrnehmung sehr stark ist. Und das ist, glaube ich, auch was, was ich mal in einem Interview mit Weidel auch gehört habe, wo sie sich dann auch beispielsweise darüber immer so ein bisschen beschwert, dass natürlich dann auch so eine Person extreme Öffentlichkeit durch solche Tabubrüche bekommen kann. Ja, und damit offensichtlich auch viele Leute, die dann sich fragen, aber was ist denn jetzt mit dem Höcke? Ich will eigentlich mal wirklich wissen, was der halt zu sagen hat, sich dann doch mal ein Buch von dem kaufen und dann doch die das ansprechend finden aus unterschiedlichen Gründen. Ja, also ich fand das Buch jetzt nicht so gut. Klar. Das ist, dass du das nicht gut findest, ist mir auch bewusst. Jo. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, lass uns aber weitergehen und kommen wir zu unserem letzten
Zu einem richtig wichtigen Thema. Zu einem richtig, richtig wichtigen Lokalthema. Und zwar, es geht wieder los. Das ist ja eigentlich fast schon diesmal eine Überleitung, ne? In immer unserem Part zu was geht gerade in der anarchistischen Bewegung. Was hat das denn? Also wirklich, das ist ja wirklich nur sehr rudimentär, was mit der anarchistischen Bewegung zu tun. Naja, also. Erstmal, was ist die Nachricht? Die Punks wollen wieder zurück nach Sylt. Jetzt sage ich auch mal natürlich, was das mit der anarchistischen Bewegung in Teilen zu tun hat. Der hat ein A auf einer Jacke. Der hat irgendwo so ein flatteriges A auf der Jacke aufgenäht. Aber auch die APPD möchte dorthin mobilisieren. Ja, was hat auch nichts mit Anarchismus zu tun, hat ja schon. Kontrolle. Ja, die Punks kommen wieder nach Sylt. Zweimal ist es, glaube ich, jetzt schon passiert, ne? Ja. Das erste Mal 2022, der großen 9-Euro-Ticket-Zeit. Und jetzt nochmal letztes Jahr in einem stark verringerten Ausmaß, primär, glaube ich, in der Lokalpresse dafür rezipiert, dass sehr viel Müll und ein Dixi-Klo zurückgelassen wurde. Ja, was ist dazu zu sagen? Also generell, ich fand es halt am Anfang ohne Witz halt auch ein bisschen lustig. Also, dass einfach halt so verwilderte Punks halt irgendwie nach Sylt fahren auf so eine reiche Insel und da halt so ein bisschen Terror schieben. Dachte ich halt mir am Anfang so, ja gut, wenn das jetzt halt nicht zu politisch aufgeladen wird oder so, ist es einfach nur unterhaltsam und es ist mir halt, also ich fand es halt ganz witzig so. Aber das Problem ist halt, was mich halt wirklich echt stört daran, an dieser ganzen komischen Sylt-Bewegung, ist, dass das halt da wirklich so politisch ernsthaft aufgemacht wurde von so einer IL-Struktur oder so, die dann halt so eine Kampagne halt rund um dieses Sylt-Ding halt gemacht haben. Und dann halt mit diesen Punks halt irgendwie so Demos dann da veranstaltet haben, wo die dann auch mit ihren IL-PressesprecherInnen dann halt dann da so vorlaufen, wie das immer auch bei Ende Gelände machen und so. Und dann, wir nehmen uns hier die Straße in Sylt und wir müssen umverteilen, dies, das, Ananas. Und dann laufen halt irgendwie so im Hintergrund 50 Punker rum. Warum? So, habt ihr nicht irgendwas Vernünftiges zu tun halt so? Ja, aber bei denen gibt's doch auch genauso diese gleichen Meme-Gestalten. Das ist halt das Problem. Die finden das dann auch irgendwie lustig und guck mal, die ganzen. Also, was man ja sagen muss, 2022, als die Punks da nach Sylt kamen, das war ja auch so ein großes Internetphänomen. Und das war ja auch bei vielen einfach so in der Jugend beliebt, dass man dann gesagt hat, man fährt jetzt nach Sylt zu den Punkern rüber. Und die Punker waren so gesehen die Avantgarde dieses Treibens Deutschlands nach Sylt. So. Und ich glaube, deswegen kann man schon verstehen, warum. Ich meine, guck dir mal an, was Linke sonst alles für beschissene Sachen in Deutschland machen. So. Und dann ist es auch kein Wunder, dass die Leute sich daran irgendwie beteiligen. Aber es stimmt natürlich. Und was man nicht zu gering schätzen darf, ist natürlich auch trotzdem der Schaden, den das dann wieder bedeutet. Und das meine ich auch damit, wenn ich sage, dass das natürlich irgendwo auch als Teil der anarchistischen Bewegung zu sehen ist, weil es natürlich auch davon zu den Medien gemacht wurde. Weil wie viele Interviews ich alleine dazu gesehen habe, wo die Leute dann sich explizit zum Anarchismus bekennen. Und das ist einfach eine der größten eine der größten öffentlichkeitswirksamsten Aktion der letzten zwei Jahre, die maßgeblich von Anarchisten mitgetragen wurde. Und ich glaube, wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, wenn du diese Leute fragst, wie siehst du dich selber politisch, dann kommt vielleicht aus drei Röpsern irgendwie auch noch so Anarchist irgendwie raus. So. Und da bin ich fest von überzeugt. Und deswegen muss man das halt schon auch so als das Problem sehen, dass es dann auch gleichzeitig ist, bei aller Bespaßung, bei allem Spaß, den ich natürlich auch davon habe. Ich habe mir ja auch alle Videos davon reingezogen. Bei manchen Leuten fand ich natürlich auch witzig, wie sie dann irgendwie so, keine Ahnung, die Bonzen da auf Sylt abgefuckt haben. Aber das ist dann trotzdem das, was dann bei der Belustigung bleibt. Aber das ist ja dann tatsächlich das, woraus es gemacht wurde, was ich meine. Wenn jetzt einfach nur diese Punks dahin gefahren wären und da rumgegammelt hätten, dann hätten das die Leute auch durch die Medien, also die Medien und die Leute, die das konsumieren, anders eingeordnet. Dann hätten die Leute gesagt, ah ja, guck mal hier,
Die Punker, die gibt's auch noch, die machen da irgendwie ein bisschen Stress. Aber dadurch, dass es halt politisch von halt auch linksradikalen seriöseren oder sich selbst als seriös wahrnehmenden Strukturen wirklich aufgegriffen wurde und dann eine politische Kampagne draus gemacht wurde, erst dadurch hat es ja auch diese politische größere Relevanz halt erhalten. Ja, so gesehen schon. Also ich meine, es ist ja auch irgendwo naheliegend, dass die Leute dann vor Ort darauf aufspringen, weil ich meine, teilweise waren die Punks ja auch dann wochenlang da, natürlich auch in wechselnder Besatzung, aber ich meine, die Leute hatten jetzt auch, glaube ich, den Tag über nicht so massiv viel zu tun, weil viele Freizeitangebote recht teuer in Sylt sind, haben dementsprechend viel geschnorrt und gesoffen und wenn dann auf einmal irgendwie eine Person kommt und sagt, ey, wollen wir mal eine kleine Demo machen, es gab ja auch diverse kleine Punker-Demos, die dann einfach nur ein Transbeam mit einem Circle A und Burn All Prisons oder so und dann einer selbstgemachten Circle A-Fahne aus einem zerrissenen T-Shirt da rumgelaufen sind. So. Ja, hervorragend. Hast du noch was zum Thema zu sagen? Ja, also mir bleibt eigentlich nur zu sagen, ich freue mich wieder auf den Sommer. Das relevanteste anarchistische Aktionstage der letzten 3 Jahre gehen in die dritte Runde. Ja, freut euch auf den Überblick in 8 Wochen. Ja, ich glaube, hiervon ist es gar nicht mal so schwer, dann überzuleiten, was wir vielleicht von vernünftigen anarchistischen Kräften so diese 2 Wochen noch Neues zu erfahren haben. Ja. Gib uns jetzt hoffentlich ein gutes Gegengewicht dazu. Genau, und zwar ja, ein Vlog auf jeden Fall mega. Ich weiß ja wirklich nicht, was wir da machen sollen. Hat mir nicht sogar mal der überlegt, ne? Hatten wir, glaube ich, einmal mal, dass wir so irgendwie für ein Wochenende dahin fahren. Aber wir haben auch schon gesagt, wir sind uns nicht sicher, ob wir irgendwie dann im Zeltcamp schlafen wollen. Ja, da kannst du ja nicht sonst übernachten. Das ist halt einfach sonst viel zu teuer. Aber so romantisch, wir beide. Wir könnten vielleicht. Wir beide irgendwo am Strand einfach. Wobei, die kontrollieren das wahrscheinlich richtig heftig. Das geht gar nicht mehr. Ja, die haben doch jetzt auch überall diese Musikboxen oder so einen großen Wal aufgestellt an dem zentralen Campingplatz, der jetzt kontinuierlich 24/7 Walgesänge macht. Wir machen einfach, falls es zu einem Vlog kommen sollte, Leute, dann würde ich sagen, machen wir das so. Wir machen vor ein PayPal-Spendenkonto und dann könnt ihr uns ein Airbnb dann zahlen, um mal an den ersten Punkt mit dem Massentourismus und weil auf Sylt wurde ja auch tatsächlich die ursprüngliche Bevölkerung nach und nach vertrieben und muss jetzt als Saisonkräfte arbeiten, also worst of both worlds. So. Okay, aber was ist denn Gutes passiert? Und zwar habe ich im Prinzip 2 Sachen für euch. Einmal gibt es wieder ein bisschen in eigener Sache, aber denke ich, eine allgemein schöne Entwicklung. Ein neues Audioformat von anarchismus.de. Und zwar werden jetzt Beiträge von der Webseite auch sehr schön vertont von dem Projekt und auf den unterschiedlichsten Kanälen von Spotify und Co. zur Verfügung gestellt. Das ist heute gestartet, das Projekt. Also es gibt bisher erst einen Text und es kommt einmal die Woche ein neues Audio dazu. Das heißt, über Tage bekommt ihr ein bisschen Konkurrenz, aber vielleicht ist ja auch mal ein interessanter Text dabei, den ihr spannend findet, den ihr noch nicht gelesen habt oder so und wo ihr noch ein bisschen Auflockerung neben den Übertagefolgen halt bekommt. Und dann natürlich das Wichtigste, worauf ich mich jetzt auch fokussieren wollte, in der Hervorhebung für diesen Überblick, der anarchistische 1. Mai steht vor der Tür. Es ist nicht mal mehr zwei Wochen. Und es wird auch dieses Jahr wieder sehr, sehr viele anarchistische und antiautoritäre Beteiligungen, Feste, Demonstrationen, Kundgebungen im ganzen deutschsprachigen Raum geben. Wir hatten letztes Jahr hatten wir 36, in 36 verschiedenen Städten unserer Region hatten wir entsprechende Beteiligung, was halt schon sehr, sehr nice war. Und dieses Jahr ist es bisher noch etwas weniger. Wir sind bei 25 Städten bisher, was auch schon gut ist. Und es sind aber, also es ist noch nicht komplett aktuell, es ist ja
von gestern der Stand. Es sind auch nochmal 3, 4 jetzt dazugekommen seit gestern. Also wir sind auf jeden Fall schon so Richtung 30 Städte dabei. Und vielleicht wird es also dieses Jahr dann einen neuen Rekord geben. Ihr seht hier eine Übersicht von den Städten, die bisher schon am Start sind. Und da ist sicherlich auch was vor eure Stadt halt dabei, eure Region, wo ihr euch anschließen könnt. Ja, besonders gespannt bin ich dieses Jahr auf Dresden und Lübeck, muss ich sagen. Und da werden wir auf jeden Fall dann beim Überblick in 2 Wochen und sicherlich dann nochmal die herausragendsten Mobilisierungen und Aktionen aus unserer Bewegung von dem 1. Mai dann anschauen. Bin ich auch gespannt. Mhm. Ja, Negativland nur einmal zur Richtigstellung. Wir sind gegen die Vertreibung keiner indigenen Bevölkerung, weder von den Kanaren noch von Sylt, für Touris. Ich fand auch den Kommentar von Alles für alle noch super. Ja, schön, Leute. Das war der Überblick für diese Woche. Ich hoffe, ihr kommt gut in die nächste. Wir haben auch einige Überlegungen natürlich wieder angestellt, wie jede Woche, was jetzt folgen wird. Das ist schon die Hände gerieben. Ja. Mhm. Sehr viele Überlegungen. In dem Sinne würde ich sagen, hast du noch Lust, noch eine kleine Reaction anzuschließen, oder bist du eher raus? Es gab ja ein neues Video, hast du noch Bock? Ja, also so eine kleine Reaction, warum nicht? Okay, Leute, dann würde ich jetzt sagen, wir machen jetzt hier eine Abmoderation für alle, die sich das später auf Spotify, YouTube und Co. angucken, bleiben aber noch online, also bleibt auch noch da, dann schließen wir noch eine kleine Reaction zu einem coolen Video, hoffentlich coolen Video mit rein. Und ja, bis gleich. Alle, die noch Bock haben, dabei zu bleiben, bleiben noch dabei. Glück auf. Glück auf.